Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in die Zukunft. Heute möchte ich euch meine spannenden Neuerscheinungen für den April 2019 vorstellen. Und es sind, glaube ich, 6 oder 7 Büchern, wobei ich glaube auch ein rein Abschluss ist mit dabei. Aber über den möchte ich ja trotzdem kurz sprechen, dass ich mich darauf freue. Ja, es erscheinen natürlich einige tolle Bücher und ich suche mir ja in diesem Format immer eigentlich so 5 bis 6 spannende Bücher raus, die mich eben interessieren. In diesem Monat ist es eben auch einfach einer mehr und ich denke, wir quatschen gar nicht lange, sondern ich zeige euch jetzt einfach mal hier die Bücher, die ihr auch unten in der Infobox findet. Schaut da schon mal vorbei, da könnt ihr sie ja gegebenenfalls auch vorbestellen, wenn sie euch interessant sind oder auf die Wunschliste packen und ihr findet alle Links und alles unten auf jeden Fall in der Infobox. Ja, das erste Buch ist direkt ein April-Scherz und erscheint am 1. April und ist Glücksbringer auf leisen Pfoten von Ira Penick. Ja, man erkennt schon am Titel, dass es sich hier wohl um eine Katzengeschichte handelt. Und ich bin ja ein Freund von Tiergeschichten und gerade auch von Katzen, einfach weil ich natürlich auch selbst Katzen habe und dadurch ja sehr oft in Büchern auch Katzen und ja auch Besitzer sozusagen wiedererkenne und ja, mir das eben Spaß macht und auch der Klappentext klingt wirklich toll. Warum sind Menschen nur so kompliziert? Die Katzen Luna und Colette schlagen die Pfoten über den Kopf zusammen. Da wohnen ihre Frauchen Sonja und Mary Claire schon in Paris, der Stadt der Liebe. Und dennoch stellen sie sich in Herzensdingen mehr als ungeschickt an. Merkt Sonja denn nicht, dass der attraktive Restaurateur Niklas viel besser zu ihr passt als Jonas, der ohnehin nur Augen für Bistrobesitzerin Marie Claire hat. Für die Samtpfoten ist klar, dass sie ihren Menschen auf die Sprünge helfen müssen, damit es zum Happy End und am Eiffelturm kommt. Und das klingt dann natürlich nach einer wunderbar witzigen, leichten Wohlfühlgeschichte mit Katzen, ja, den Irrungen und Wirrungen der Liebe. Und dazu sind wir natürlich auch noch in Paris und ich stelle mir das einfach so mit französischem Flair und so ein bisschen aus Sicht der Katzen sehr unterhaltsam vor. Und ich glaube auch, dass da so der Mensch wieder so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommen, wie doof wir uns doch manchmal in Menschendingen benehmen und dass es Katzen manchmal wohl doch einfach ein bisschen besser wissen. Und ich finde einfach, dass die Geschichte wirklich zauberhaft klingt, wäre für mich, glaube ich, tatsächlich auch was, was als Hörbuch sehr gut funktionieren könnte, insofern es als Hörbuch präsentiert wird oder herausgebracht wird und ja, klingt für mich einfach toll und ist, glaube ich, für alle Katzen- und Tierfans auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Direkt am 2. April erscheint dann das neue Buch von Joel Dicker, Das Verschwinden des Stephanie Mailer. Und ich habe ja von Joel Dicker im letzten Jahr die Geschichte des Harry Quebert gelesen. Und ich fand ja jetzt an und für sich die Geschichte so okay. Der Anfang super spannend, hinten raus die Geschichte so ein bisschen merkwürdig, mochte aber den Schreibstil von Joel Dicker. Und ich wollte eigentlich jetzt auch schon das zweite Buch von ihm, dieses Die Geschichte der Baltimores, gelesen haben, beziehungsweise gehört haben, bin aber irgendwie noch nicht gefühlt dazu gekommen, habe es auch irgendwie wieder vergessen, wie das manchmal so ist. Aber die Geschichte um das Verschwinden der Stephanie Mailer klingt mega spannend. Und ja, darauf freue ich mich jetzt einfach, weil ich finde, Joel Dicker kann schreiben, er kann wirklich, also er kann einfach erzählen und das hat er einfach auch bei Harry Quebert unglaublich gut gemacht. Auch wenn die Geschichte an und für sich so manchmal ein bisschen abstrus war und mir eben das Ende auch zu merkwürdig war, fand ich trotzdem, wie er das gemacht hat, fand ich toll. Und deswegen würde ich ihm auch einfach gerne noch eine zweite Chance geben. Und der Klappentext klingt eben einfach mega. Denn es ist der 30. Juli 1994 in Orphea, ein warmer Sommerabend an der amerikanischen Ostküste. An diesem Tag wird der Badeort durch ein schreckliches Verbrechen erschüttert. Denn in einem Mehrfachmord sterben der Bürgermeister und seine Familie sowie eine zufällige Passantin. Zwei jungen Polizisten, Jesse Rosenberg und Derek Scott, werden die Ermittlungen übertragen und sie gehen ihrer Arbeit mit größter Sorgfalt nach, bis ein Schuldiger gefunden ist. Doch 20 Jahre später behauptet die Journalistin Stephanie Mailer, dass Rosenberg und Scott sich geirrt haben. Kurz darauf verschwindet die junge Frau. Und das klingt natürlich wieder nach so ein bisschen Krimi, nach ein bisschen Thriller, nach ein bisschen Geheimnis. Zudem sind wir an der Ostküste der USA. Und es klingt wieder nach so einem warmen Roman, der bildhaft einfach diese Wärme übertragen kann. Also Wärme im Sinne von, ja, den Gemütern, die irgendwie erhitzt sind. Und ich glaube, dass es Joel Dicker wirklich unglaublich gut macht.
Und es klingt einfach spannend. Was ist da damals passiert? Und was hat es mit dem Polizisten auf sich? Und der Journalistin? Und mit der Passantin von damals? Und warum gab es diesen Mord? Und so viele Fragen, die Chuldika, glaube ich und hoffe ich, wirklich gut beantworten wird. Und deswegen freue ich mich auf diese Geschichte wirklich sehr. Und das wird dann mein zweites Buch von Chuldika. Ja, das nächste Buch erscheint dann am 8. April und ist von der lieben Adriana Popescu. Morgen irgendwo am Meer. Und ich meine, was will man mehr? Man hat Meer und man hat mich. Also Geschichten, die am Meer spielen und dann sind sie auch noch von Adriana, sind für mich auf jeden Fall schon im Voraus auf jeden Fall so ein Highlight-Kandidat. Ich bin ein großer Fan der Bücher von Adriana Popescu und liebe sowohl ihre Jugendbücher als eben auch die Erwachsenenromane und bin hier einfach auch mega gespannt, was sie wieder gezaubert hat. Denn das Cover ist auch schon richtig, richtig schön. Ein goldener Mercedes, Wind in den Haaren und das Meer vor Augen. Für Jugendliche auf den Weg nach Lissabon. Was Romy, Konrad, Nele und Julian auf ihrem gemeinsamen Weg nach Lissabon erwartet, scheint der perfekte Sommer-Roadtrip nach dem Abitur zu sein. Doch dass jeder von ihnen weit mehr als nur leichte Sommerklamotten im Gepäck hat, wird dem eher durch Zufall zusammengewürfelten Quartett erst im Laufe der Reise klar. Denn in Wahrheit geht es bei diesem Roadtrip um nichts weniger als die Suche nach sich selbst, dem eigenen Leben, der großen Liebe und wahrer Freundschaft. Und das klingt einfach wieder nach einem Jugendbuch, das mich packen, fesseln kann, das vier ganz, ganz tolle Charaktere bereithält, die eben auch innerhalb des Buches ihres Roadtrips wachsen und uns einfach gut unterhalten werden. Und Adriana kann für mich einfach wunderbar schreiben. Sie kann Charaktere erschaffen, Wege zeigen, auch wirklich Entwicklungen der Charaktere aufzeigen, wunderbare Freundschaften, Liebesbeziehungen einfach bilden und die einfach so ganz toll präsentieren. Und ich mag ihren Schreibstil unglaublich gern. Es gab noch kein Buch, das mich in irgendeiner Art und Weise enttäuscht hat. Und ich freue mich hier auch auf Morgen irgendwo am Meer. Denn was gibt es Schöneres, als morgen irgendwo am Meer zu sein? Also ich bin da sofort dabei. Das nächste Buch erscheint dann am 11. April und ist der zweite Teil der Cat and Cole-Reihe. Ein grausames Spiel von Emily Suvada. Der erste Teil hat mich ja im letzten Jahr absolut begeistert. Ich packe euch meine Bücherwoche dazu auch einfach mal unten in die Infobox. Eine Science-Fiction-Jugendbuch-Dystopie-Reihe, die wirklich ja so postapokalyptisch war, die mich total überraschend gepackt hat. Bei dem Cover damals, jetzt ist es ja glaube ich so grün-blau, der erste Teil war, glaube ich, orange-rot, habe ich ja noch gedacht, was erwartet mich bei Emily und Cole? Relativ schnell hat man gemerkt, dass Emily und Cole eigentlich gar nicht so die große Rolle spielen, ähnlich wie bei Elias und Laia, sondern dass alles, was dahinter eigentlich passiert, die Geschichte ist. Und das ist manchmal so das Irrenführende an Titel, wo man denkt, eigentlich bewirkt man mit dem Titel etwas anderes, indem der den Titel sieht, als er dann tatsächlich bekommt. Das kann manchmal enttäuschend sein. In meinem Fall war ich aber eher total angetan von dieser Geschichte. Denn der erste Klappentext versprach, eine Milliarde Leben am Abgrund, zwei Menschen, die sie retten können, ein Geheimnis versteckt in ihrer DNA, Krankheiten, Schönheitsmakel, körperliche Einschränkungen von der Erde gelöscht. Mensch und Technik sind verschmolzen. Jeder trägt ein Panel in sich, das den eigenen Körper perfektioniert. Fast. Eine mörderische Seuche ist ausgebrochen und nur eine einzige Person auf der Welt ist fähig, den Impfstoff zu entschlüsseln. Katharina Agata. Gemeinsam mit Cole, dessen Körper gentechnisch verändert wurde, kommt die geniale Hackerin Kat einer Wahrheit näher, die grausamer ist als jeder tödliche Virus. Und diese Story mit ihren Wendungen im ersten Teil war einfach der Hammer. Ich habe den ersten Teil wirklich gefeiert. Diese Idee mit diesen perfekten Menschen, die im Grunde nie sterben, die unendliches Leben in sich irgendwie tragen, aber dann eben ja durch diese Panel trotzdem etwas passiert und auch wenn an der DNA rumgearbeitet wird, dass da eben doch alles nicht so richtig perfekt ist, das haben wir im ersten Teil erlebt. Und diese beiden tollen Charaktere, die wirklich eine wunderbare Reise gemacht haben, also innerhalb der Geschichte, die fand ich einfach großartig. Ich habe den ersten Teil absolut gefeiert. Ich freue mich mega auf den zweiten Teil. Bin total gespannt, wie die Geschichte weitergehen wird. Ich glaube, dass das ja dann auch schon der Abschluss ist. Ich glaube, es ist auch nur eine Dialogie. Ich habe jetzt gesehen, dass es so ein Prequel oder Sequel oder irgendwas gab oder jetzt dann auch irgendwie rauskommt, was irgendwie so eine Vorgeschichte erzählt. Ich bin schon wieder so nicht richtig informiert, wie ihr merkt. Aber auf diesen zweiten Teil freue ich mich wirklich sehr und das wird wirklich eine ganz, ganz, also
das war bisher ein toller Reihenauftakt und ich hoffe, dass auch der zweite Teil überzeugen kann. Dann zieht es mich am 15. April auch wieder Richtung Meer und wir treffen uns in das Cottage am Meer von Debbie McComber wieder. Und da heißt es so wunderschön, zu Hause ist, wo mein Herz ist und das Meer. Und das trifft ja mich und mein Meerweh auf jeden Fall immer mehr. Also ich bin ein absolutes Meerkind und auch ein Sommerkind. Und da, wo das Meer ist, fühle ich mich zu Hause und fühle ich mich wohl. Und ich sehe mich irgendwann in der Zukunft definitiv in einem Haus am Meer. Ob das unbedingt in Deutschland sein muss, weiß ich noch nicht. Ich habe so 2, 3 favorisierte Inseln auf dieser Welt und da sehe ich mich. Also wenn ihr dann irgendwann mal Bücherwochen so aus dem Pazifik bekommt, dann wisst ihr Bescheid, wo die Steffi gerade ist. Aber ich mag solche Geschichten immer unglaublich gerne und kann damit mein Meerweh so ein bisschen hinauszögern und fühle mich in Geschichten, die am Meer spielen, immer sehr wohl. Und auch der Klappentext zur Geschichte gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Annie hat das Schlimmste erlebt, denn sie hat ihre ganze Familie durch ein tragisches Unglück verloren. Als ihre beste Freundin ihr rät, an den Ort zurückzukehren, an dem sie immer glücklich war, fällt ihr Oceanside ein, eine kleine Stadt am Meer, in der sie viele fröhliche Sommer mit ihrer Familie verbrachte. Annie mietet ein winziges Cottage und schließt auch bald neue Freundschaften, vor allem mit Keaton, der für sie der Fels in der Brandung wird. Während sie langsam zurück ins Leben findet, muss Annie sich schon bald fragen, ob da nicht doch mehr als nur Freundschaft zwischen ihnen ist. Und ja, das klingt nach einer Liebesgeschichte, nach einer Lebensgeschichte, wo man sich denkt, ja, wir wissen doch alle, wie das endet und dann haben wir auch noch ein Cottage und gibt es noch mehr Klischees und ja, dem kann ich absolut zustimmen. Man ahnt schon, in welche Richtung es gehen wird. Allerdings habe ich ja bei Liebesgeschichten nichts dagegen, wenn ich weiß irgendwie oder denke zu wissen, wie es endet, solange der Weg dahin mich berührt, mich begeistert, mich fesseln kann und der einfach ein bisschen anders ist, modern ist, flüssig erzählt ist, wunderbare Emotionen hervorruft und einfach gefühlvoll ist und einfach mein Herz berührt. Dann kann das Happy End gefühlt einfach schon feststehen, aber der Weg ist dann eben einfach das Ziel. Und alleine so diese Idee, dass wir hier ein Cottage haben und dann am Meer sind und allein was ich jetzt schon so für eine Meeresbrise in meiner Nase habe, glaube ich einfach, dass diese Geschichte mich begeistern kann und auch so eine Wohlfühlstimmung in mir erzeugen kann. Für mich auch ein absolutes Hörbuch, glaube ich einfach, dass das eher in so eine Richtung fällt, weil ich Wohlfühlromane einfach sehr gerne höre und da einfach mich noch so ein bisschen mehr treiben lassen kann. Das nächste Buch ist dann der Abschluss, soweit ich das gesehen habe, der Trilogie. Und zwar ist das Das bedrohte Glück, der dritte Teil der Hansen-Saga von Ellen Carster. Das erscheint am 16. April. Und ich packe euch die beiden Bücherwochen Zug Teil 1 und 2 einfach mal unten in die Infobox. Ich möchte jetzt zu einem dritten Teil gar nicht so viel verraten, außer dass wir im ersten Teil halt eben diese Hansen-Familie kennengelernt haben, die aus 3 Brüdern bestand mit ihren jeweiligen Familien. Und der eine Bruder ist mit der Familie nach Kamerun, das war eine damalige deutsche Kolonie in Afrika. Der andere Bruder ist in Hamburg geblieben und hat im Grunde das Kaffeegeschäft am Laufen gehalten und der andere Bruder ist nach Wien in Österreich und hat da im Grunde so ein bisschen die Geschäfte am Laufen gehalten. Und diese 3 Standorte waren im ersten Teil wirklich mega spannend und besonders die Tochter, die mit in Kamerun war, das ist so ein bisschen auch die Protagonistin, erzählt eben so von dieser Koloniezeit, auch von der Sklavenhaltung und das ist natürlich schon etwas, was ja auch nicht gerade der schönste Teil in der Geschichte auf dieser Welt ist, aber dadurch so ein bisschen greifbarer wurde. Und dass es nicht immer alles gleich so verachtend und negativ ist, sondern man eigentlich auch so ein bisschen erzählt, was steckte da eigentlich dahinter. Ja, natürlich Macht könnte man jetzt einfach so sagen, aber es steckte ja eigentlich eine gute Idee. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Aber ihr wisst, wie ich das natürlich jetzt meine. Es hatte natürlich erstmal einen Gedankengang, der irgendwie nachvollziehbar war und gar nicht so viel Leid eigentlich hervorbringen sollte. Was der Mensch dann am Ende wieder daraus macht, ist ja wieder was anderes. Und diese Geschichte, die sie eigentlich so um Kaffee und Kakao irgendwie so beschäftigt, ist im Grunde die Lebensgeschichte unserer Protagonistin, die allerhand Dinge erlebt. Der zweite Teil leider schon so ein bisschen abgefallen ist, weil einfach sehr merkwürdige Dinge zum Teil passiert sind und mir das manchmal nicht so recht gefallen hat. Dennoch, möchte ich jetzt einfach schon wissen, wie diese Geschichte, diese Saga endet, weil es natürlich auch so ein Familienerlebnis ist, wie ich es eigentlich so in Richtung Clifton-Saga erwartet habe. Es ist nicht so gut wie diese. Aber ich hoffe einfach, dass der dritte Teil wieder ein bisschen an Schwung gewinnt und auch ein bisschen an unerwarteten
ja, Wendungen, das hat mir im zweiten Jahr auch so ein bisschen gefehlt. Also spätestens das Ende, da dachte ich dann, ach nee, also als hätten wir es nicht gewusst. Aber ich hoffe, dass der dritte Teil, der hat einfach Luft nach oben. Und ich hoffe, dass das einfach noch ein schöner Abschluss wird, sodass man sagt, okay, der zweite Teil ist so ein bisschen aber der dritte hat es dann wieder rausgerissen. Und deswegen werde ich den dritten Teil auf jeden Fall auch lesen und freue mich da auf jeden Fall auch drauf. Und das letzte Buch erscheint dann am 24. April, also kurz nach Ostern, und ist von Jonathan Mabberry und nennt sich V-Wars, die Vampirkriege. Das ist eine Geschichte, die es, glaube ich, schon einmal gab. Das ist jetzt eine Neuauflage. Und ich bin dadurch aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, dass dieses Buch jetzt von Netflix im Grunde verfilmt wurde und das eine Vampir-Serie wird mit Ian Somerhalder. Ja, bei tollen Schauspielern klappt dann auch der Name, den wir ja gefühlt alle aus Lost natürlich kennen, aber eben auch aus Vampire Diaries. Eine Serie, die ich ja nur bedingt gut fand und ja, aber er war ein schnuckeliger Vampir, man kann da nicht dagegen meckern. Und dieses Buch ist, glaube ich, schon in den 90ern erschienen, soweit ich mich jetzt nicht da täusche. Dennoch ist das natürlich was, was mich total anspricht, weil ich bin ja tief im Herzen trotzdem immer so ein Vampirmädchen. Und auch wenn mir Edward Cullen sehr viel kaputt gemacht hat, finde ich, kann man ja durchaus auch das immer mal wieder probieren. Und da es ja auch um Vampire-Kriege geht, Vampire Wars, wenn man so möchte, dann ja, bin ich einfach sehr, sehr neugierig. Hier heißt es so schön, als der drittklassige Hollywood-Schauspieler Michael Fane neben der brutal verstümmelten Leiche eines One-Night-Stands aufwacht, weiß er zwei Dinge noch nicht. Erstens, die junge Frau wird nicht sein einziges Opfer bleiben. Und zweitens, er ist Patient Zero, Träger eines Virus, der aus Menschen etwas anderes macht. Der Wissenschaftler Dr. Luther Swan beschäftigt sich mit einem eher aparten Spezialgebiet. Sein akademisches Interesse gilt den volkstümlichen Überlieferungen zum Vampirmythos. Als man ihn bittet, Gutachter in einem Mordfall zu werden, ist das für ihn absolutes Neuland. Er ahnt noch nicht, wie gefragt seine Meinung in den folgenden Monaten sein wird und welche Entscheidungen ihn abverlangt werden. Denn als die alten Mythen Wirklichkeit werden und immer mehr Vampire auftauchen, wird Luther Swan zum Experten für das neue Phänomen. Will er das verhindern? Fest steht nur, Amerika hat sich in ein Pulverfass verwandelt und Swan muss versuchen, inmitten der sich überstürzenden Ereignisse einen kühlen Kopf zu bewahren. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Existenz der Menschheit. Und es heißt ja so schön, für Leser von Bram Stoker, Anne Rice, Lisa J. Smith und Justin Cronin und Fans der Serie Vampire Diaries, Dexter, The Walking Dead und Buffy. Und da ich hier gefühlt an allem den Haken machen kann, also gerade was die Autoren zumindest angeht, wobei bei Lisa J. Smith mit den Vampir-Tagebüchern, okay, es war halt eher Jugendbuch. Auch bei der Serie würde ich so, Dexter kenne ich auch nicht so, aber mir hat Blake sehr gut gefallen, was ja also so ein bisschen die Grundidee sein soll. Walking Dead war bis zu einem gewissen Grad gut und Buffy habe ich natürlich gefeiert, als ich jung war. Deswegen freue ich mich mega auf diese Geschichte. Es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Passage-Trilogie von Justin Cronin. Allerdings ist ja, glaube ich, soweit ich das jetzt verstanden habe, das Buch eigentlich vorher erschienen. Und ich glaube, dass es eher darauf abzielt, wie kann man die Menschheit eigentlich noch retten? Und bei Justin Cronin war ja gefühlt alles in dieser Welt schon zu spät. Also da war die Menschheit ja schon dahingerafft. Und ich bin mega, mega gespannt auf das Buch und dann auch auf die Serie und bin gespannt, ob das mal wieder was ist, was man wegsuchten kann, was einen Spaß macht, was auch mal was Neues, Innovatives, Spannendes ist, auch wenn das Vampir-Thema das halt eigentlich nicht wirklich ist. Ich habe eben auch einfach die Hoffnung, dass es einfach mal wieder was Großes ist. Sowohl buchtechnisch mich vielleicht wirklich so begeistern und emotional mitreißen kann, wie es die Passage-Trilogie gemacht hat. Und dann eben auch, dass mich die Serie hoffentlich begeistern wird. Vampire, ach eigentlich tief im Herzen, warte ich ja immer noch auf meinen Lestat. Beziehungsweise ich war ja eher ein Louis-Fan bei Interview mit einem Vampir. Ich mag aber auch Graf Krolok aus Tanz der Vampire. Ja, an alle Vampire da draußen. Nein, man sollte, glaube ich, ja. Nein, wir haben da keinen Aufruf dazu gemacht. Nein, das war sie jetzt also, die spannenden Neuerscheinungen, auf die ich mich im April freue. Ich bin natürlich neugierig, welche Bücher euch jetzt aus meiner Auswahl ansprechen, was ihr euch vielleicht auf die Wunschliste packt oder sogar sagt, hey, das Gleiche hatte ich auch schon entdeckt, finde ich cool, dass wir beide uns darauf gemeinsam freuen. Dann bin ich natürlich auch neugierig, welche Bücher habt ihr vielleicht auf dem Schirm? Auf welches Buch im April freut ihr euch und sagt, Mensch, das ist ein Buch, das ich mir direkt kaufe und dann auch
lese, würde ich mich ebenfalls sehr dafür interessieren. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuerscheinungen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.